Und da sind wir wieder bei einer neuen Episode des Football Managers 2019. Das letzte Spiel konnten wir endlich mal wieder sehr dominant und sehr verdient, sehr hoch gewinnen. Haben eigentlich mehr oder weniger nichts zulassen. Trotzdem Gegentor kassiert ist Mario Gomez. Gut, kann passieren, er ist ein guter Stürmer. Aber ansonsten haben wir die so wirklich dominiert, dass das war nicht mehr feierlich. Nach 8 Minuten stand es 2-0 für uns. Zur Pause 4-1. Sancho mit einem Hattrick, vor allem Kai Havertz, endlich mit dem allerersten Tor für uns. Und ja, wir haben endlich mal gezeigt, was in unserer Mannschaft drin steckt. Trotz der ja, Hiobsbotschaft mit Marco Reus, der leider ist immer noch wieder verletzt hat. Also wieder so eine kleine Seuchensaison für ihn. Kam von der Verletzung zurück und direkt wieder eine Dehnung im Knie zugezogen, bevor er sich erst kürzlich erholte. Das ist nicht gut, vor allem nicht in dem Alter. Aber so ist das nun mal jetzt. Kann man nicht mehr ändern. Müssen wir 3 bis 6 Wochen ohne ihn auskommen. Das heißt etwa erst so im Dezember wird er wieder da sein. Vielleicht gegen Freiburg, Hoffenheim, Calgary, Gladbach, Mainz, Augsburg. Ja, bitter, aber hat böse machen. So, okay. Jetzt kommt heute aber Schachtel Donnigs dran. Obwohl wir versuchen wollen natürlich mit 7 Punkten eine hervorragende Ausgangssituation zu haben. Je nachdem wie Kalschere gegen PSV spielen, haben wir vielleicht sogar bis zu 5 Punkte Vorsprung schon. Und ja, es ist so unser Ziel, dass wir hier als Gruppensieger ins Achtelfinale einziehen. Denn die Gruppe ist zwar ausgeglichen, zumindest unter Konkurrenten, aber ich finde schon, dass wir die beste Mannschaft haben. Und da gibt es jetzt keine 2 Meinungen. 2 bis 3 Wochen. Mann! Dabei haben wir ihn noch früher rausgetan, ne? Schade. Bitter. Sag ja du, 1 bis 3 Tage. Okay. Ja, wir haben hier und da schon ein bisschen Verletzungssorgen. Ein bisschen mehr, also deutlich mehr als letzte Saison, wo eigentlich wir jetzt nichts zu beklagen hatten, mehr oder weniger. Bayern nur 1-1 in Frankfurt. Also wirklich die Top-Teams die Saison. Bayern 9., wir 10., Leipzig letzter, also 18. So oder so, glaube ich, wird es eine sehr spannende Saison dieses Jahr. Mal gucken, was das so bringen wird, wer es am schnellsten da hocharbeiten kann. Es wird wahrscheinlich keine Meisterschaft sein mit vielen Punkten Vorsprung vor den anderen. Aber das ist ja auch mal eine Herausforderung und gibt auch so eine gewisse Brise Spannung dazu. Ne? Man kann schon denken, dass entweder Bayern oder sonst wer von den Top-Teams Meister wird und nicht Hertha oder Frankfurt oder wie auch immer. Bei allem Respekt natürlich, aber ihr wisst, was ich meine. Ist halt nur die Frage, schaffen die es sich aber aufzurappeln, früh genug, ne? Wahre Pakia sieht auch sehr interessant aus. Ja. Aber jetzt kommt natürlich ein anderer Wettbewerb mit der Champions League. Und dann wollen wir uns natürlich erstmal darauf konzentrieren. Noch 2 Tage bis dahin, können sich die Spieler ein bisschen erholen. Ich werde natürlich ein bisschen rotieren, das ist klar. Kanji immer besser, sehr schön. Man sieht, wir haben schnelle Innenverteidiger, ne? Kanji 17, Diallo glaube ich 18. Da kann man auf jeden Fall hoch stehen, weil die schnell zurücklaufen können. Diallo hat 18 Schnelligkeit, genau. Ist schon eine Waffe. Sowas. Früher gab es ja die Innenverteidigung Hummels so gut zu stehen, dass es Weltklasse war. Nicht umsonst war die so erfolgreich so viele Jahre hinweg. Aber die war nicht immer die schnellste. Subotic hat eine ordentliche Schnelligkeit und Hummels war eher so der langsamere. Also wenn man es jetzt in dem höheren Alter sehen kann, waren halt andere Spielertypen, aber das ist halt etwas, womit man direkt offensiv sein kann. Ne? Dazu hat man Marius Wolf mit Schnelligkeit 17 auf dem Flügel, Piszczek, wenn die noch 11, sehr stark gesunken. Aber ein Hakimi sehr schnell auch 17. Also man sieht, man kann schon hochstehen, weil alle in der Viererkette auch schnell zurücklaufen können. Gut. Wie machen wir es jetzt? Christian rein. Ah, den haben wir geschont. Hat trotzdem nicht so viel Kondition, weil er immer noch ein bisschen platt ist von der Länderspielreise. Ich würde schon gerne mit Marius Wolf beginnen. Er hat es sehr gut gemacht. Dann Piszczek.
Und im nächsten Spiel würde ich dann halt Hakimi nach rechts und Guerrero nach links setzen. Passlack, 2 Tore, 2 Vorlagen, sehr schön. Okay, Eta spielt eine Zeit lang, aber entwickelt sich auch sehr gut. Freut mich. Fiete ab soll schon erstmal raus. Quist schon auf die Flügel. Pack wieder in den Sturm. Oder Isaac auf die Flügel für Christian. Ja, ich denke mal so. Später kann man ja wie immer rotieren. Oder ich tue Paco auf die Flügel und Isaac in den Sturm, genau. Ansonsten gibt es jetzt keinen, der richtig platt ist, ne? Aber ich will ja versuchen, die Kondition wie immer recht gleichmäßig zu halten. Ja, Delaney noch für Weigel. So. Und ich vergesse immer jetzt in den Teamanweisungen, dich hinterlaufen zu machen, also schon davor. Ich muss das immer im Spiel enden, weil ich will das gerne schon jetzt dauerhaft so machen. Nakitsky mit einem Freistoß. Chance geklärt, vielleicht ein Konter? Nein. Ich check Paco. Aber Pjatov hat den Ball. Sicher. Wir erobern uns den Ball wieder und anscheinend kommt jetzt der nächste Angriff von uns. Wieder Isaac und der Ball ist drin. Eigentor von Pjatov, ja, aber mir egal. So ein Tor ist auch ein Tor. Alexander Isaac mehr oder weniger mit einer Vorlage, kann man sagen. Er ist der Hauptschuldige fürs Tor. Ja, war sehr umtriebig die ersten Minuten. Allgemein kommt er immer besser zum Zuge, wie ich finde. Ist aber nervös. Schade, brauchst du gar nicht. Du machst das ja ganz gut. Isaac! Oh. War vielleicht ein bisschen überrascht, dass er in den Ball kam. Eine Halbzeit mit sehr wenig Highlight bislang. Paco, vielleicht jetzt mit dem 2-0, das wäre gut. 1-0 ist natürlich immer sehr knapp, vor allem in der Champions League. Gegen sehr gute Gegner, Sancho, wurde geblockt leider. Hätte vielleicht noch einen Schritt gehen können oder versuchen, den Gegenspieler auszuspielen. Aber ist natürlich immer leichter gesagt als getan. Aber die Chance liegt noch, wie ich sehe, Sancho drüber leider. Eine schnelle Halbzeit. Weiter so. Vielleicht noch ein bisschen mehr Dampf bringen. Paco in den Sturm, Christian auf den Flügel. Ja, und später vielleicht die Länge raus, weil der keine gute Körpersprache hat. Eventuell auch Havertz, weil er nervös ist. Aber ansonsten ist es ja ein ordentliches Spiel. Wir lassen nichts zu. Haben zwar selber dafür aber nicht allzu viele Chancen. Muss man ja schon ehrlich zugeben. Schon die 59. Ey, das ist ja wirklich gar nichts, ne? Schön von Akanji auf Christian. Konter.
durch unsere schnellen Jungs. Einfacher Ball für uns, aber wir holen ihn uns zurück. Pjatov hat ihn aber. Noch aggressiver pressen. Die Ukrainer mehr unter Druck setzen. Oh, kein guter Abschlag von Pjatov. Sancho. Paco 2-0. Sancho war das, okay. Das habe ich nicht gesehen. Nee, dann muss man doch nicht mehr pressen. 2-0. Da bin ich jetzt ein bisschen beruhigter. Und schauen wir mal an, wie man jetzt hier vielleicht ein bisschen schonen kann. Piszczek und Wolf werden ohnehin im nächsten Spiel nicht spielen. Akanji Diallo. Nein. Delaney wird auch nicht spielen. Ich tue mal Fiete ab rein für Havertz. Spiel dann mit zwei Stürmern. Was hängt eine Spitze, genau. Und den dritten Wechsel. Ja, da warte ich vielleicht noch 10 Minuten. Man weiß ja nie, wie das Spiel jetzt noch laufen wird. Können ja noch zu einem Tor kommen. Sieht. Es ist ja nicht unmöglich, dass sie diese Chancen herausspielen. Gut aufgepasst von Piszczek. Langer Ball auf Vita ab. Die Abwehr schläft in die Mitte und Paco macht das 3-0. Jetzt kann man auf jeden Fall. Nice, Vita ab ein paar Minuten drin, direkt eine Vorlage. Ein paar Sekunden sogar nur. Vielleicht Weigel für Witzel, ne? Wäre ein schlauer Wechsel. Oh, das Spiel ist ja eigentlich schon entschieden. Und wenn Kalja gegen PSV auch einen Unentschieden spielen, dann haben wir 5 Punkte Vorsprung, also. Ich kann kaum noch irgendwie mir vorstellen, dass wir das versemmeln dann. Chi-Chi, cooler Name. Brasilianer. Komm, für 30,5 Millionen von Dynamo Kiew. Auch nicht schlecht. Sagen wir mal so, ich persönlich will jetzt nicht so viel zahlen, weil wir ihn auch nicht brauchen, aber ja, wenn man das Geld hat, klar. Ich will auch mal das Tempo ein bisschen niedriger halten. So. Und loben kann man die Jungs ja auch mal. Noch weniger Kurzpassspiel. So. Ja, Wolf wird auch mal auf einer fremden Position eingesetzt, das habe ich auch schon gemerkt. Und PSV führt jetzt, okay? Ja, dann sieht die Sache schon ein bisschen anders aus, aber trotzdem werden wir das schaffen, ganz klar. Langer Ball auf Kajode. Huiuiui. Das bitte kein Gegendruck kassieren, ja? Ich würde schon gerne zu Null spielen, um ehrlich zu sein. Nein, ich will den nicht vertikal spielen, sondern kurz. Noch ein Vorstoß von Kajode. Sehr einfach an Wolf vorbei. Cipriano, aber Donnarumma ein bisschen Problem, aber trotzdem kein Gegentor. So, Spiel ist vorbei, wir gewinnen. Am Ende ja schon irgendwie souverän mit 13-0. Wir haben hier zwar 9 Schüsse für Donetsk. Aber ansonsten waren die jetzt wirklich nicht allzu gefährlich. War ein verdienter Sieg. Da gibt es keine zwei Meinungen. So. Bin sehr zufrieden. Eine gute Leistung. Diallo mit einer 8,0. Kanji 7,0. Wolf 7,3. Also, wie gesagt, er hat zwar hier und da noch ein bisschen Verbesserungspotenzial als Rechtsverteidiger. Vor allem in Sachen Deckung und Tackling. Stellungsspieler auch nur 10. Da ist er, sagen wir mal so, maximal solide, aber hat viel Tempo, viel Zug nach vorne, kann gut flanken, gut dribbeln, wie ich gesagt habe. Da muss er sich nicht unbedingt verstecken, ne? Ich meine, Piszczek hat auch Dribbling 11, sogar weniger, Flanken 14. Tackling 13, Deckung 11, ja klar, ist ein bisschen besser, aber kann man sich auch noch vielleicht ein, zwei Punkte verbessern, je nachdem. Und so als Nicht-Stammrechtsverteidiger, also Backup, ist er natürlich allemal genug.
Da kann man sich nicht beschweren. Gut. Das war's dann natürlich wieder von heute. Oh, Sam schon wieder Spieler des Spiels. Also kommt immer besser in Fahrt, muss man sagen. Ich sage mal, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat die Folge bzw. das Spiel gefallen. War ja ganz gut, ne? Erfolgreich für uns. Sieht auch in der Tabelle sehr gut für uns aus. Und ja, wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Dann mit einem Auswärtsspiel gegen Leverkusen. Das wird schwer. Also, macht's gut. Bis dann. Ciao.